Herzlich willkommen bei TipTopTube zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig geil. Wir werden uns heute ganz viele Sachen auf die Stirn schreiben. Beziehungsweise, komm, was ist euch hier? Sollen wir sein Handy geben? Warum? Gebt das jetzt her. Nein, ich erkläre euch kurz das Video. Ich werde euch erst irgendwas auf die Stirn kritzeln, so wie zum Beispiel, was gibt's denn so? Lego. Ja. Hallo! Dann schreibe ich Lego rauf. Wenn er dann das errät, also wenn er merkt, ich schreibe Lego, dann bekommt er Lego. Aber wir haben noch ganz andere Sachen überlegt. Lego. Ich würde sagen, Ash hat sich was überlegt. Schreib mal in Spiegelschrift, damit ich das mal lesen kann. Nein, nein, jetzt musst du raten. Warum ganz langsam. Du, warum stinkst du immer so? Hey, wir haben Bärlauch gegessen. Ich denke, Bärlauch hatten wir gesagt, das stinkt gar nicht mehr. Am nächsten Tag. Mega. Also schreib jetzt. So, ich leg los. Also Buchstabe nach Buchstabe. Wie bitte? Mach deine Haare hoch. Was ist denn mit meinen Haaren hoch? Mach deine Haare hoch. Dass da noch Haare sind, lass die unten, Mann. Okay. Schreib dir nicht auf die Haare rauf. Oh, Jungs, ja, dann machst du noch weg. So, ich würde sagen, ich glaube, ich mach nicht mehr mit. Jetzt mach das kurz. Schreib's mir einfach auf den Arm. Nein, auf die Stirn. Nimm jetzt mal, warte mal, nimm das mal runter hier. Du stinkst. Ich muss lachen, wenn ich das sehe. Ja, das mir mach das runter. Du stinkst, noch einmal dann sagst du zu. Noch einmal sagst du zu mir, Junge, du stinkst. Dann mach deinen Mund mal, zu. Junge, hier. Komm her jetzt. Mach deinen Mund zu. Mach jetzt. Jetzt mach du mal. Ich kann mach, nicht. Nimm deine Hand aus dem Gesicht. Nimm die Hand aus dem Gesicht. Okay, Buchstabe nach Buchstabe. So, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, Papa hat irgendeine Vermutung oder noch nicht? Ich bin raus jetzt. Am Anfang habe ich irgendwie A, B, W oder irgendwie so. A, B habe ich die. Also mit T. Jetzt nicht zu viele Tipps geben. Abt? Nee, T, A, B. Tab? Tab? Was ist das? Tab, Tab, Tube. Was? Was mit Tab? Tablet? Nein, ist falsch. Okay. Tabletten? Nein, auch nicht. Nein, er kommt, das redet er nicht. Du hast viel zu schnell geschrieben. Viel zu schnell geschrieben. Ja, eben. Ich bin auch hier, weißt du, ich rede langsam, ich lese langsam. Okay, also dafür, erste Runde. Warte, ich, nee. Dafür, dass er so schnell geschrieben hat, kriege ich jetzt noch mal einen Tipp. Dritter Buchstabe. A, B habe ich. T-A-B. Also der vierte Buchstabe, meine ich. Ah. Tabasco. Wieso habe ich das jetzt geraten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auf jeden Fall richtig. Papa, für dich zur Info, das ist mit Barbecue-Geschmack. Überleg dir, ob du mir das gibst. Und manchmal fallen die Leute tot um, wenn die das kriegen. Das sind nur 2 von 5 Flammen. Also Luft nach oben ist auf jeden Fall. Flammen? Ja, Schärfe. Was bedeutet denn eine Flamme? Scharf. Also scharf ist es auf jeden Fall. Was soll ich da machen? So Mund kippen. Alles? Da kommt eine Tropfenweise raus. Ja, eben. Boah, stinkt das, Alter. Nein, nicht Papa, das vielleicht ist Tabasco. Stinkt so doll, dass nein, das gar keine Wirkung mehr hat. Tabasco. Ich muss jetzt mal wissen, wie viel. Nein. Ein Tropfen. Du musst schütteln, sonst kommt da nichts. Ich hab eben geschüttelt, das nicht gesehen. Warum machst du das auf die Hand? Ja, mehr. Warum machst du das auf die Hand? Weil testen, weil die viel rauskommt. Das reicht mir. Nein, das reicht nicht. Das reicht mir. Oh, okay. So, wer will jetzt? Wolltest du das ja nicht mal raten? Okay, also Ash, hast du was du mal schreiben kannst? Langsam. Okay. Leg los. Stopp. Was denkst du? M. Mal nochmal nach. H. Oha, ja. E. Ja. Oha, soweit. L. Aha. L. Hallo? Hallo! Mann! Willst du Mama Hallo sagen oder was? F. Was ist das für ein Buchstabe? Ich kann die selber nicht mal lesen, oder? E? Er schreibt Schreibschrift, ne? Echt? S? Ja, Junge. Wie lange willst du das Wort haben? Hello Fresh? Ja, ist richtig. Warum Hello Fresh? Das seht ihr gleich, okay? Also. Sehe ich es auch gleich? Ja. Und zwar durften Ash und ich uns Gerichte bei HelloFresh aussuchen. Richtig geil, fettes Dankeschön an der Stelle. Ash und ich werden jetzt kochen. Wir werden nämlich Mama und Papa mit einem richtig geilen Essen überraschen. Das Ding ist, Ash und ich können nicht so gut kochen. Oder kannst du gut kochen? Nein, tatsächlich nicht. Mit HelloFresh ist alles super einfach. Und warum? Seht ihr jetzt. Hier sind zum Beispiel vegane Burgerbrötchen einfach mal dabei. Gekühlter Kram drin. Wir haben 2 Gerichte ausgewählt, und zwar einmal den Captain's Burger mit veganen Knusperstäbchen. Und das zweite Gericht ist eine Pizzetta Caprese mit Mozzarella. Die machen wir jetzt. Übrigens auf der Rückseite eine Anleitung bzw. das Rezept drauf. Hier sind jetzt alle Zutaten, und das Gute bei HelloFresh ist, man bekommt wirklich genau so viel, wie wir auch benutzen müssen. Schritt 1. Topping anbraten, also müssen wir erstmal das hier alles anbraten. Am besten fängst du jetzt nicht an zu weinen. Ja. Ich mache hier jemanden Zwiebeln. Nein, warum? Weiß ich nicht. Ja, übrigens, wir haben hier als Unterstützung hier. Wir brauchen jetzt eine große Pfanne, 1 Esslöffel Olivenöl. Ist das noch
gießen? Ja, mach einfach so, dass nur ein bisschen Salz. Jawoll. Jetzt wird das Dressing gemacht. Erstmal die Balsamico-Creme. Oh. Rucola grob hacken. Hopp, einmal rein da. So ein bisschen. Schleckern dafür. Einmal umrühren. Flanbrot in die Pfanne legen. Etwas Mozzarella drauf geben. Paprika und Zwiebel dazugeben. Die erste Pizzetta nehmen wir raus. Schließlich ein bisschen Rucola dazugeben. Boah, das sieht so lecker aus. Unsere erste Pizzetta Caprese ist fertig und ich muss sagen, die sieht richtig gut aus. Schnell, einfach gemacht. Das muss nur noch Mama und Papa gefallen. Wir haben jetzt 4 Stück gemacht, alles sind fertig. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis Mama und Papa wieder da sind. Die werden jetzt überrascht. Ich sag's euch, das wird ein richtiges Date für die beiden hier. Die Augen zu. Augen sind zu. Wir haben euch, ich habe eine Überraschung für euch. 3, 2, 1 und Augen auf! Pizza! Wow. Wir haben gekocht für euch. Super What? Einfach mit HelloFresh. Das ist Pizzetta Caprese. Wie heißt das? Pizzetta Caprese. Oh, das wie konnte ich das bloß als banale Pizza so abtun, ey. Und was sagst du? Oh, super lecker. Ich würde sagen, die beiden lassen wir jetzt erstmal in Ruhe essen. Wow, super lecker. Mit dem Gutscheincode TipTapTube sparst du übrigens in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen. Richtig geil. In der Videobeschreibung findet ihr den Link. Schaut da gerne vorbei, da kommt ihr direkt zu HelloFresh. Obendrauf gibt es übrigens auch noch kostenlosen Versand für die erste Box. Richtig geil, probiert es gerne mal aus. Viel Spaß und guten Appetit. Jetzt ist Ash dran mit Raten. Buchstabe für Buchstabe. Was denkst du? Mach weiter. Was denkst du? E. Ja. N. E. Ja, Energy. Warte, ich kann mal kurz zu Ende. Ena. Energy ist richtig! Juhu! Du darfst natürlich jetzt, du hast die freie Wahl. Ich geb dir. Habt ihr oben was? Dann geh ich einfach durch. Ich muss sagen, Ash, du hast richtig gut geraten tatsächlich. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir was da haben, aber ich glaube, wir haben nur Standard da. Nee. Da, einer ist da noch. Okay. Damit die nötige Energie da ist. Hier gibt es keine Energy. Was ist da drin? Taurin? Okay, ich streng mich an. Mama, hast du schon ein Wort für mich? Mit Taurin belebt Geist und Körper. Oh, fühlst du dich jetzt belebt, richtig? War es ein Buchstabe? Mhm. Warte. Soll ich nachzeichnen? Ja. Nein, weiter jetzt. Ein B. K. Shit. Ein K. I. W? Nein, warte. Das könnte W, M oder N sein. Mach weiter. Das war ein O. Kino! Ja! Oha! Wer lädt hier wen ein? Ich. Ja, wen? Kann ich mit? Alle. Alle? Ja. Ey, welchen Film? Ey, kennst du Mario, den Mario-Film? Ich krieg Tabasco, ey. Hast du den geguckt? Den müssen wir gucken. Kennt ihr Mario-Film? Nein. Mal gucken? Mario-Film. Ich kenne nur das Spiel. Und nicht nochmal. Wieso? Mario Kart. Ich hab den gestern geguckt, aber ich will den nochmal wieder gucken. Echt? Ja, safe. Wir müssen auch Titanic gucken. Kommentiert mal jetzt, ob ihr den neuen Super Mario-Film geguckt habt und wie ihr ihn fandet. Ich fand den richtig geil. So, ich würde sagen, demnächst viel zu viel im Kino. Kriegt man auch mit Leo auch. Nächste Runde, Papa, du darfst raten, okay? Also, ich wieder irgendwas Schönes, Scharfes. Also, streng dich an. Erster Buchstabe ist geschrieben. Weiter. Okay. Du bist ja ziemlich sicher, was ich da rausschreibe. Weiter. Okay. Papa scheint sich immer noch ziemlich sicher zu sein. Weiter. Okay, jetzt ist die Verwirrung. Ich weiß nicht mal selber. Hä? Als ob du das nicht weißt, was ich schreibe. Ash, weißt du, was ich schreibe? Sushi. Ja, ist richtig, Sushi. Und zwar dachte ich mir, Leute, wann waren wir das letzte Mal in Dänemark Sushi essen? Letzten Monat. Ja, neuer Monat, neues Dänemark essen, würde ich sagen, oder? Genau, dann können wir gleich den Roni mitnehmen und da ein bisschen auf dem Campingplatz bleiben. Genau, ich würde sagen, ich lade euch ein. Okay. Komm, Campingplatz? Nein, eine Woche Sushi Dänemark. Sushi essen meine ich eigentlich. Ja. Sushi essen, da sind Christian auch sehr gerne dabei. Ich danke dir. Sehr machen wir was Gutes. Sehr gut, dass Papa was erraten hat. So, wer war als nächstes? Ready? Ja. Ö. Was denkst du? Pön. Pöne. Warte. Pöne.
ist Ö richtig? Ö ist richtig. Ja. Und das ist P auch richtig. Warte, lass mich den letzten Buchstaben noch machen, okay? Döner, achso. Let's go! Hast du Bock auf Döner? Nein. Eigentlich wollte ich heute Döner essen gehen. Vielleicht habe ich noch Hunger heute Abend. So, schreib mal rauf, leg los. Aber ich muss ihn das Satz wischen darf. Nein, ist ja, lass drauf. Schreib einfach hier eine Seite hin. Ja, WTF, okay. Die nächsten. Oh, so rum. Ja, also das kann man, also... Nee, ich hab... Ja, also for real, also jetzt mal ehrlich, also... Auf der Kamera sieht es auch mega random aus, wie es geschrieben ist. Das geht nicht mehr ab. Hier ist eine kleine Kuschelstunde in der Zwischenzeit. Safe. Oh, steht echt ein. Fertig abgeschminkt? Lass meine Haare dran, da sind nicht mehr so viele. Leg los! Okay, Buchstabe 1 ist geschrieben. Was denkt ihr? Ach, Verwirrung hoch. Aber du schreibst Buchstaben echt komisch, muss ich sagen. Weiß mal ehrlich, Mama, das ist ein Rand. Also, das ist. Also, schreibt man jetzt Buchstaben? Also, der Buchstabe. Das ist ja so, als ob du Schreibschrift. Ja, okay, dann keine Schreibschrift. Druckschrift einfach und dann. Ja, genau. Was für. Hä? Nimmst du jedes Mal ein langes Wort? Okay, machen wir weiter, machen wir weiter. Weil vielleicht kommst du ja gleich noch drauf. Junge, du. Wie, egal, mach weiter. Du willst auch nicht, dass das passiert, oder? Hä? Ich kann das lesen. Wie? Also. Also, aber for wie real. Wie schreibst du? Wie schreibst du? Also, jetzt mal komplett. Wie schreibt ihr dann? Was ist das für eine Schrift, Junge? Das ist. Das kann ich nicht mal lesen, obwohl es nicht mehr drinsteht. Könnt ihr erkennen, was da steht? Ach so. Kommentiert mal. Wieso kannst du das nicht lesen? Ja, doch, ganz nett. Okay. Leg los. Also Papa sieht aus, als ob er gerade aus irgendeinem... Weißt du, wie Druckbuchstaben gehen? Papa sieht aus, als ob er gerade irgendwo... Was sagt man? Irgendwo ein Haus in die Luft gejagt wurde und du daneben standst oder so. Das ist ein Tag mit Marie und dann war's das. Das ist jeden Tag so. So, okay, jetzt schreib. Ups. Es soll einfach nicht sein. Was ist denn mit diesem Buchstaben? Ey, nein, das brechen wir ab, das ist nicht erraten. Schreib noch zu Ende, aber vielleicht kommt Papa drauf. Ein U. Ja, nicht spoilern, Mann. Ein U, das geht so. Das ist ein V für mich. U und nicht so. Ein U schreibe ich so. Was war das denn? Schreib zu Ende, mach keinen, aber keine, okay, Tipps geben, bitte. Ey. Bitte, große Druckbuchstaben. Okay. Okay, nicht vorsagen. Das sieht schon besser aus. Immer noch nicht lesen. Weiter. Riesengroße Leere. Nee, ich weiß schon. Haben wir bisher alles erraten? Da ist dein. Das was steht Urlaub. Ja! Siehst du? Urlaubsmobil oder was? Nein, Urlaub. Im Wohnmobil? Nein, in Dänemark. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, Mama hat gerade Papa zu einem Urlaub eingeladen. Wann wollt ihr weg? Heute? Morgen. Perfekt, Ash. Ey, Ash, wie lange sollen die weg sein? Wie lange? Sollst du diese Scheißkiste da wegpacken? Kann man das verstehen? Was? Ja. Sag uns, was du machst. Ja, los. Ja. Läuft! Ja, was soll ich sagen? Das war Mama drauf. Was ich schreibe das für Mama drauf. Ja, mach mal motivierter. Ich schreibe was für Mama drauf. Nochmal. Ich schreibe was für Mama drauf. Jetzt mal richtig. Ich schreibe was für Mama drauf. Ja, ein bisschen mehr reden. Ich schreibe was für Mama drauf. Na los! Er muss das mal abgucken, was er. Das muss natürlich nicht ins Video, das darf nicht ins Video rein. Oh mein Gott. Jetzt beginnt's. A. In welcher Welt ist das ein A? Ich hab das so gelesen. Immer noch online? Immer noch keine Schreibschrift. W. Nein. Schreib weiter. Nee, was soll ich, wenn ich jetzt schon nicht weiß, was es sein. Wie umgedreht? M. Ihr macht zu viele Tipps. Ja, ehrlich. Ihr gebt viel zu viele Tipps. Direkt sagen, was du draufschreibst. Ist so. Oh. Mach weiter. Das ist scheiße. Dann red man was halt nicht. Was steht drauf? Amok. Jo! Überleg mal, wie kann ich Amok geschrieben haben? Amok. A, M, O, 4. Das sind 3. Hey, das sind 4. Das sind 4 Buchstaben. In welcher Welt ist ein Buchstabe ein Strich? Darf ich bitte lesen? Aber du bekommst es nicht. McDonald's. Ja! Das hätte ich niemals erraten. So, eine letzte Sache muss ich aber erst draufschreiben. Bist du ready?
Die letzte Sache für heute. V. Ja, Vape. Noch nicht. Ja, immer noch Vape. B. Vape. Aber nicht Vape. Nicht? Wieso? Hab ich die alles hier gemacht? Ich komme euch da jetzt ein. Ich fahre jetzt kurz mit. Ich fahre jetzt kurz mal mit einem Ike aufs Shopping-Tour, oder? Wie nehmen wir euer auf, ja? So hast du gesehen. Tschüss! Nee, nicht tschüss! Wir dürfen nicht! Was denn? Heute ist Sonntag, gibt's irgendwas. Nur Mac-Is. Ja, wir fahren noch. Also, wir fahren noch mal, ne? Hier, nimm die Kamera mit. Aber später. Nö, nö, darf nicht gezeigt werden.